die petzl Vasak, die all-time classics von der französischen firma petzl sind steigeisen der superlative warum das möchte ich euch heute zeigen. jedes jahr beginnen viele wanderer sich für hochtouren und die richtig hohen berge zu interessieren dabei dürfen vor allen dingen steigeisen nicht fehlen. Die Auswahl am Markt für Steigeisen ist gigantisch groß und die Frage stellt sich natürlich, welche Steigeisen brauche ich, was hilft mir und was ist eigentlich fast schon behindernd oder unnötig. Schauen wir uns das Design der Petzl-Wasack mal genauer an. Sie kommen mit zwölf Zacken und dabei sind die zwei Frontalzacken horizontal ausgerichtet, womit sie nichts für ambitionierte Eiskletterer sind, sondern eben Allround-Steigeisen. Die, das zweite Paar Zacken ist nicht so aggressiv nach vorne ausgerichtet, wie es bei manchen Konkurrenten der Fall ist, womit sie auch eher für den auf klassischen Einsatz auf Gletschern gedacht sind und wie gesagt nicht so sehr für das Eisröhrenklettern. Bezüglich der Bindung, da gibt es wie immer bei Petzl viel Spielraum. Es gibt sie mit Korb vorne und hinten und dann gibt es sie noch mit hinten Kipphebelbindung und einem Mix. Denn hier haben wir jetzt, jetzt zum Beispiel den Korb vorne montiert, aber wie das bei Petzl üblich ist, lässt sich das ganz einfach austauschen. Man kann hier mit einem Hebel das Ganze aushebeln und dann einfach den normalen Bügel für die Vollautomatik einhängen, um sie dann zum Beispiel auf Tourenschuhschuhen oder Kategorie D Schuhen zu befestigen. Toll finde ich an den Petzl Wasags das geringe Gewicht. 870 Gramm, ja gut, Besitzer von Petzl Leopards werden jetzt sagen, um Gottes willen, das ist eine Tonne. Aber im Vergleich zu den gleichwertigen Modellen der Konkurrenz von Austrialpine oder Grivel ist das tatsächlich deutlich leichter. Denn die kommen teilweise auf 970 bis 1 Kilo und das ist dann mit 870 Gramm schon ein echtes Fliegengewicht. Außerdem darf man nicht vergessen, dass die Wasak ja immer noch mit einem Stahlsteg konstruiert wurden und vollkommen aus Stahl gefertigt sind. Damit sind sie deutlich robuster, aber eben auch schwerer. Selten war ich so beeindruckt vom Ein- und Aussteigen in Steigeisen wie bei den Wasak. Sie sind so natürlich konstruiert, sie schauen von vornherein aus wie ein Schuh, draufstellen, Korb umlegen, Hebel hoch, fertig. Das Band lässt sich leicht kürzen und vor allen Dingen extrem leicht auch in die entsprechende Sicherung einlegen. Wenn du noch nie Steigeisen in der Hand hattest und dir jetzt welche besorgen möchtest, dann empfehlen wir dir die VASAK deshalb, weil sie aus Stahl sind. Alu-Steigeisen sind eher für ganz flache Gletscher ohne viel Eis, ohne Felskontakt geeignet. Zum Beispiel am Großvenediger, wo ich einmal meine Steigeisen anziehe und dann das Schneefeld bis zum Gipfel rauflaufe. Und dann eben wieder runter, da sind adu in Ordnung. Für alle gemischten Passagen, sei es jetzt auf der Ruderhofspitze oder vielleicht am Großglockner, da ist Stahl wichtig. Denn immer wenn ich Felskontakt habe mit Steigeisen, was sowieso ein Thema für sich ist, dann ist es wichtig, dass ich robustes Material habe, das dem Ganzen auch ab kann. Und falls du besonders komische, kleine oder große Schuhe haben solltest, dann haben die Wasak auch kein Problem damit, denn sowohl vorne als auch im hinteren Teil lassen sich die Bügel entsprechend ummontieren mit etwas Kraftaufwand, aber es geht. Viele günstigere Steigeisen, selbst die 12-Zacker, die eben als Konkurrenz hier herhalten, die können das nicht, die sind einheitlich produziert und da gibt es keinen Spielraum. Nachteile hat das keinen, sondern nur Vorteile, so lässt sich das Steigeisen auf jeden Schuh anpassen. Rund 150 Euro kosten die Petzl Wasack und damit sind sie ziemlich teuer. Denn es gibt 12 Zacker auch schon für 90 Euro und für 100 Euro. Doch die Marken Stubai, Austria Alpin, Edelrit und Co., die günstigere Alternativen produzieren, produzieren eben nicht so hochwertig. Meiner Meinung nach. Denn die Steigeisen von Petzl sind hier unglaublich gut durchdacht. Das erkennt man an den verschiedenen Löchern. Die der Anpassbarkeit dienen. Man erkennt es daran, dass die Anti-Stollplatte so konstruiert ist, dass ich noch nie das Problem hatte, dass Schnee tatsächlich anstollt. Der Einsatzbereich der Petzl-Wassack ist klar. Dry-Tooling oder Eisklettern ist mit diesen Steigeisen eigentlich sinnlos. Es funktioniert einfach nicht, dafür sind sie nicht gebaut worden. Hingegen ein Großvenediger, dafür sind sie zwar schon geeignet, aber eigentlich zu schwer. Sie sind allrounder im gemischten Gelände. Wo sich die Petzl-Vasak wohlfühlen, ist auf Bergen, wo ich einerseits auf einem blanken Klet Gletscher, aber andererseits dann auch im verschneiten oder vereisten Fels unterwegs bin. Da krallen sich die Steigeisen richtig fest, die zwölf Zacken finden ihre Anwendung und das Gewicht hat auch seinen Sinn. Wenn ich ein Dry-Tooler bin, werde ich hiermit nicht zufrieden sein, wenn ich ein... Tracker bin, der eigentlich nur manchmal Passagen am Gletscher oder auf Firn hat, dann werde ich damit auch nicht zufrieden sein. Deswegen für alle, die ein möglichst breites Spektrum an Fähigkeiten abdecken wollen, sind die Petzl-Wasack die ideale Wahl. Nur der Preis, ja, der Preis 149 Euro UVP, das ist schon ordentlich. Denn wenn man sich die Konkurrenz anschaut, viele Marken wie Stubai, Austria-Alpine und Co., die können das schon für deutlich weniger Geld. Da muss man nur 90 oder 100 Euro bezahlen. Wie gibt's das? Die Tatsache, dass diese Steigeisen so gut durchdacht sind, spiegelt sich vor allen Dingen in der Konkurrenz wider. Denn die Konkurrenz hat vieles nicht. Die Konkurrenz hat zum Beispiel keine intelligente anti Die Konkurrenz hat keine anpassbaren Bügel. Die Konkurrenz hat kein nettes Gimmick wie zum Beispiel die Möglichkeit, den Steg zu fixieren, um ihn in der Transporttasche möglichst kompakt zu halten. Die Konkurrenz hat das alles nicht und dafür bezahlt man 50 Euro Aufpreis. Meiner Meinung nach sollte es einem das aber auf jeden Fall wert sein. Und noch zum Thema Rost. Ja, die Petzl wasack, sie rosten. Sie rosten wie alle Steigeisen eben. Nach kurzer oder langer Zeit. Irgendwann fangen sie an zu rosten, vor allen Dingen nach dem ersten Schleifen. Da geht es dann erst richtig los. Aber es ist Flugrost in diesem Sinne. Einfach mit einem trockenen Schleifpapier mal drüber gehen. Der Rost verschwindet. Und dann kann man sie auch ohne weiteres weiterverwenden. Fazit: Wer die petzl VASAK haben möchte und noch gar keine Steigeisen hat, ja, der kann definitiv blind zugreifen. Wer schon Steigeisen hat im Allround-Bereich, der muss sich gut überlegen, ob das tatsächlich notwendig ist. Meiner Meinung nach nicht unbedingt. Vor allen Dingen für Einsteiger im Hochtourensegment möchte ich sagen, Zahlt die 50 Euro Aufpreis für die petzl und ihr werdet euch langfristig viel Ärger sparen und ihr werdet euch langfristig nicht darüber ärgern, dass ihr nicht vielleicht doch etwas mehr in die Tasche greift für tolle, leichte und praktische Steigeisen. Die petzl sind für mich nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber sie kommen dem Ganzen schon extrem nahe. Für Fels, Eis, Schnee, sie sind für alles irgendwie zu gebrauchen und sie haben mich noch nie im Stich gelassen. Und genau darum geht es bei den Steigeisen. Sie müssen halten und das tun sie jetzt schon seit einer ganzen Zeit. Deswegen zuschlagen, wenn ihr sie irgendwo im Angebot seht und jetzt anfangen wollt, Hochtouren zu gehen. Man kann sie tatsächlich ganz gut brauchen. Falls euch das Infovideo zu den Petzl-Wasack-Steigeisen gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch jetzt noch eine schöne Zeit. Abo nicht vergessen und bergheil.